ich jetzt sage, ich bin der Andreas, kennt mich keiner. Aber ich bin der Puffy, kennt mich, glaube ich, von den 160.000 Einwohnern, die wir in Leverkusen haben, etliche mehr. 56 Jahre, bin in Leverkusen geboren, bin nie weggezogen, also immer in der Nähe der Bayer-Arena. Ja, und ja, Bayern 04 ist in meinem Herzen. Als kleiner Junge auf der Gegengerade im Ulrich-Haberland-Stadion zu sein, unten am Zaun, saßen immer die Beine zwischen den Gittern, haben sich das angeguckt, in der Kurve, die Fahnen, das fand ich einfach gut, fand ich lustig. Und mein Vater hatte eben einen Grund, meiner Mutter zu sagen, der Junge will zum Fußball, jetzt muss ich ihn ja begleiten. Er war eben auch Fußballfan und hatte dann einen Grund, auch selbst zu gehen. Seitdem sind wir immer zusammen dahin gegangen, immer von Alkenrad an der Dünnlang zum Haberland, haben uns da angeguckt. Hat ja auch den Vorteil, als kleiner Junge kann man immer umsonst rein, er musste ja dann auch für mich nichts bezahlen. So haben wir dann eben alles mitgemacht, bis Aufstieg 79 live mitbekommen. Und dann wieder Brücken. 5 Minuten später, der Ausklang. Damals schon mein Vater gesagt, der größte anzunehmende Unfall. So, keiner wollte aufsteigen, aber wir. Und haben es dann geschafft und sind dann auch hochgekommen. Und es war auch immer so dieser Punkt, uns hat ja auch irgendwie keiner gemocht. Also mit Leverkusen, auch der Werksclub. Und das ab damals schon für mich irgendwie so, nö, das ist mein Verein und das bleibt mein Verein. Und egal was, ich bin Bayern 04-Fan und bin stolz drauf. Ich habe dann ganz normal meinen Schulabschluss gemacht, habe dann bei der Agfa meine Ausbildung gemacht als Feinmechaniker. Gut bestanden, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber sogar mit 1-2. Ich war total erschrocken, als ich meinen Facharbeiterbrief bekommen habe. Danach wurde dann angestellt als Zerspaner, habe also Drehen, Fräsen. Teilweise auch mal früh, spät, auch mal Nachtschicht, wenn wir gerade so einen Gießer geschliffen haben. Konnte es aber immer relativ gut verbinden mit meinen Fußballsachen, weil auch schon so als Fancymacher ist man so auch so automatisch auch mal freitags irgendwo hingefahren, Samstag das eigene Spiel, sonntags irgendwo nochmal hin. Und dann kam natürlich auch, wir waren international, dann ist man eben dann auch gefahren und hatte also immer das Glück, auch mit den Kollegen der Werkstatt immer das so zu machen, dass ich auch auswärts fahren konnte. Ja, und 88 kam dann so fast der zweite Job mit dazu. Wir hatten ein Auswärtsspiel in München, wo wir von Seiten der Fanbetreuung Busse gemacht hatten, die ich dann auch organisiert hatte. Bin dann donnerstags morgens, ich hatte dienstags so meine Maschine, computergesteuerte Fräsmaschine hinterlassen, dass ich am donnerstags morgens einfach nur auf ein Knöpfchen drücken muss, wo die Maschine dann automatisch läuft. Also dann auf Deutsch gesagt übermüdet das Signal mache, ich arbeite. Und bin dann am Donnerstag in die Werkstatt gekommen, pünktlich, weil ich bin donnerstags morgens dann eben mit den Bussen am Stadion angekommen. War alles dann in Ordnung, bin dann also auch gar nicht mehr nach Hause und sofort Pförtner 1 rein, Gebäude E18 umgezogen, Blaumann an, Maschine angemacht. Und ja, aber dann kam dann irgendwann unsere Weißkittel-Armee durch und dann stand ich so halb schlafend so an der Maschine und dann meinte mein damaliger Chef, ich sollte mir mal Gedanken machen, was mein Hauptjob und was mein Nebenjob wäre. Das war natürlich für den sehr schwierig, so mit vielen Stunden zwei Herren zu dienen, das geht auch heute noch nicht. Also der wollte damals bei uns kündigen. Weil er sich zwischen seinen beiden Jobs, das war der Hauptjob, seine Arbeit, und das andere war nebenher Fansprecher bei Bayer Leverkusen. Und das war eigentlich nicht einfach. In letzter Sekunde haben wir das dann verhindert. Das war eigentlich auch ein völlig normaler Vorgang. Puffy war neben seinem Arbeitgeber auch bei Bayer schon täglich im Einsatz und einfach nicht wegzudenken.
Ja, und dann war ich oben auf der dritten Etage und dann lief mir Kalle über den Weg und dann fragte er, was hast du denn für ein Gesicht? Ja, und ich, ja, ne, muss jetzt eben nach zig Jahren, nach 11 Jahren eben aufhören, ne, geht nicht. Und dann sagte er, nee, du hörst nicht, Jupp. Ne? Dann stemme dich hin. Ne? Und ich hatte das schon ein paar Mal versucht, aber das war scheinbar nicht möglich. Ja, und dann hat er mich ans Händchen genommen, in die Personalabteilung, Tür weiter, macht dem Puffy meinen Arbeitsvertrag. Dann ist der morgen fertig und alles Weitere, Geldliche lässt er mal frei. Und ja, so Puffy, haben wir geregelt. Dann hat er mich da stehen lassen und ja, und dann bin ich wieder raus. Und der Kollege sagte dann, herzlich willkommen bei Bayer 04. Und ja, so hatte ich einen Tag später meinen Arbeitsvertrag, bin dann beim Kalli drin gewesen, dann haben wir uns über das Finanzielle unterhalten. Mit schreib mal auf, was du haben willst, und habe ich gemacht. Und ja, das wurde dann eingetragen und dann hat er unterschrieben, dann hatte ich, und dann war freitags mein letzter Tag. Dann hat er noch mit meinem höchsten Chef bei der Agfa telefoniert. Ich brauch den Jungen, ja, ganz schnell. Und dann wurde das auch geregelt. Ja, und dann war ich, ich glaube, auswärts. Freiburg war mein erstes Spiel als hauptamtlicher Fanbeauftragter. Auswärts in Freiburg. Es fing im Endeffekt an, 87, wo wir auswärts in Wien gespielt haben. Also wir hatten zwei Busse, wir sind aber vorher schon mit dem Auto gefahren, waren vorher noch auf Schalke. Von Schalke sind wir mit zwei Autos schon nach Wien gefahren, weil man guckt sich natürlich auch Wien an. Da rumgefahren, Spieltag, wenn man dann im Prater rumläuft, überall bei nur 4 Fans, haben wir schon gesagt, was ist denn jetzt hier los? Ne? Also da schon Sachen erlebt. Waren ja vorher schon, wo wir in Prag gespielt haben, uns mit vielen Leuten auch von DDR, aus der DDR damals noch getroffen haben. Also dieses internationale Flair hat bewegt wahnsinnig viel. Das ist auch so ein Kribbeln. Man merkt sofort, das ist was ganz anderes als Bundesliga. Man spielt da, man auch teilweise die negativen Sachen, auf einmal Skandale, das Hooliganismus fing dann natürlich dann auch gerade an. Aber wir sind weitergekommen, Steph, wir sind mit 27 Leuten in einem Bus nach Toulouse gefahren, konnten erst nicht fahren, weil mit 30 Leuten war es ausgerechnet. Dann haben wir noch alle zusammengelegt, dass wir überhaupt fahren können darunter. Und das waren dann so Touren, nicht irgendwie mit einer Übernachtung, wir sind da hingefahren. Konnten, glaube ich, alle so noch ein, zwei, drei Bierchen trinken, Spiel gucken, dann bin ich wieder zurück. Dann ging es natürlich so Step by Step weiter. Die Spiele, Barcelona, Bremen, ich weiß nicht, wie viele Bremen Busse da gefahren sind. Und nachher das Finale in Leverkusen, wo theoretisch schon jeder abgeschenkt hatte. Ne? Und, aber trotzdem Euphorie war, war meinen Kollegen noch gesagt, Leute, hier ist mein Urlaubschein. Ne? Wenn wir gewinnen, ist er aktiv? Wenn nicht, bin ich morgen wieder hier? Ne? Sollen wir schon mal wegschmeißen? Nee, und wir haben es nachher im Endeffekt dann gewonnen, wo dann Leverkusen Tollhaus war, wo wir die Nacht durchgemacht haben. Oder Rüdiger Vollmann kommt mit dem Pokal in die Eishalle und kommt rein. Und ich stand da aber nur mit 15 Leuten in der Halle, weil keiner wusste, dass es da Freibier gab. Wir kamen dann aber den Genuss, den Pokal zu knutschen. Bin dann nachher in Hubertusstube in unsere Fanclub-Kneipe vom ersten Fanclub reingekommen und da waren sie am Diskutieren über Fußball. Ich so, Leute, was ist mit euch los? Ne? Erstmal ein Fass geholt und trinken und Autokorso einen Tag später, wo sich die Leverkusener Bürger beschwert haben, warum Autos durch die City fahren. Die haben es noch nicht kapiert, dass da unsere UEFA-Cup-Helden sind. Ne? Also, ich könnte, glaube ich, über die ganze Zeit, glaube ich, jetzt 17 Stunden drüber reden. Ne? Also, ein Erlebnis, Wahnsinn, ne? Und ich glaube, das ist auch alles eingebrannt. Weiß noch, in der Halbzeitpause wollte ich beim Finale gehen, hat mich überall verabschiedet, im ersten Schritt Treppe runter, habe gesagt, nee, wir gehen nicht. Und du hast ja gesagt, du willst gehen, wir wollen ein Bierchen trinken. Nee, wir gewinnen das. Und hat mich wieder hingestellt. Und hat gesagt, du bist bescheuert. Ja, nachher haben sie dann mich dann geherzt. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, es ist genau 2 Uhr. Und in Leverkusen gehen noch lange die Lampen nicht aus. Hier wird immer noch kräftig gefeiert. Wir sind hier in einer Vorortkneipe. Ich will mal fragen, wie lange feiert ihr denn schon und wie lange wollt ihr denn noch feiern? Bis morgen früh, also
bis wir keinen Bock mehr haben. Also keine Was ist mit der Arbeiterei morgen? Ja, ich bin im Moment am Krankfeiern. Leverkusen heute Nacht um 3:30. Reichlich Alkohol war geflossen und floss wohl auch noch weiter. Einige Fans waren inzwischen sichtbar müde, doch die hartnäckigen Fire-Oils machten in der Innenstadt bis heute Morgen durch. Das Gefühl, den UEFA Cup zu holen als absoluten Underdog, das war, glaube ich, so ein Ding in der Form, was für ein Jubel war mit diesem kleinen Haufen, wo du alle Spiele gesehen hattest und uns, war so einmal. Was auch nochmal geil war, Pokalfinale in Berlin, auch wenn wir gegen die kleine Hertha gespielt hatten. So dieses, ich glaube, so richtig kam es erst, in Berlin war ja nachher so ein kleiner Spießrutenlauf. Alle Leute kamen dann irgendwann zum Bahnhof, weil sie gemerkt haben, in Berlin ist nicht gerade gut Kirschen essen. Und dann hatten wir nachher mit 400, 500 Leuten im Bahnhof Zoo eine riesengroße Party auf dem Gleis. War danach, wo der Sonderzug kam, ging es dann weiter zurück nach Leverkusen. In der Kneipe wurde dann weiter gefeiert, sind dann Rathaus empfangen. Da habe ich, glaube ich, noch die Sendeanlage von Radio Leverkusen etwas gequält, weil meine Stimme so weg war. Rathaus empfangen, wo ich dann mit Lemmy, also auch offiziell als Fanbeauftragter, ein Eintrag vom Goldenen Buch mit dabei war. Und also das Ganze mitbekommen hatte auch nochmal eine Qualität, aber der UEFA Cup Sieg war schon eine andere Hausnummer. Chapeau. Und ich will nur hoffen, dass alle Leute das einfach mal kapieren, was wir können, wenn wir wollen, wie wir eine Mannschaft unterstützen können. Stolz. Einfach nur stolz und ja, es ist ja nicht mein Ding. Das ist im Endeffekt, ich begleite ja nur, aber das funktioniert nur, wenn das Team meiner Kollegen, aber andersrum auch die ganzen Ehrenamtlichen positiv Bekloppten alle mitziehen. Und das hat wahnsinnig geklappt. Da ziehe ich auch immer den Hut vor, was die machen. Und von daher, also Chapeau. Mega. Und ich sage immer, oder habe auch nachher nach dem Platzsturz bin ich zu vielen Leuten hingegangen, habe gesagt, ey, ein Teil der Schale ist auch dein Teil. Ne? Sei stolz drauf. Ne? Bayern 04 ist irgendwo, hört sich doof an, ist irgendwo mein Leben. Man hat mir mal gesagt, Paffi, Beruf, Berufung. Es ist vielleicht das, was dich auszeichnet. Und ich lebe das irgendwo und ja, hoffe damit, vielleicht auch irgendwann mal zufrieden in Rente gehen zu können. Danke. Fanbetreuung kann nur so gut sein, wie ihr mitarbeitet. Das ist ganz wichtig.